Hi Leute, ich bin Lea und wir befinden uns hier auf dem Markt bzw. mehr oder weniger vorm Postgebäude. Das ist aber gar nicht unser Ziel. Wir wollen zu den Lüdenscheider Nachrichten. Die sind zurzeit 2 Etagen höher. Und wir treffen heute 2 Praktikantinnen, die dort von der Schule aus sind. Und ich würde sagen, kommt doch einfach mal mit. So, das waren aber ganz schön viele Stufen, aber wir sind jetzt endlich da. Und ich glaube, ich sehe die beiden da vorne auch schon. Dann kommt mal mit. Hi, ich bin Lea und wer seid ihr? Hallo, ich bin Jada. Ich bin Caroline. Ihr seid hier die Praktikantin, richtig? Ja, ich habe am Montag hier angefangen. Und du? Ich auch am Montag. Gut, und von welcher Schule seid ihr? Ich studiere in Journalismus, also in Iserlohn Journalismus und bin jetzt für 2 Monate hier. Ich bin von Burg und wir sind Alten und bin 2 Wochen hier. Alles klar, das klingt ja ganz gut. Wollt ihr uns mal eben euren Arbeitsplatz zeigen? Ja, gerne. Gut. Die Lüdenscheider Nachrichten. Sie ist die größte Tageszeitung in Lüdenscheid und beschäftigt rund 15 Redakteure und Redakteurinnen. Chef vom Dienst ist Willi Finke. Die erste Ausgabe erschien bereits 1854 im Märkischen Zeitungsverlag. Zurzeit befindet sich die Redaktion über der Post am Rathausplatz, zieht aber am 28. Februar nach circa 2,5 Jahren wieder zurück in die Schillerstraße. So, und das ist jetzt euer Arbeitsplatz? Genau. Und woran arbeitet ihr gerade? Wir schreiben gerade den Teil für damals, also für 50 und vor 100 Jahren. Okay, alles klar. Das klingt ja sehr spannend. Wie unschwer zu erkennen ist, stehen wir wieder vor den Lüdenscheider Nachrichten, denn wir gehen in die 2. Runde. Gestern haben wir schon mit 2 Praktikantinnen gesprochen und heute ist Chantal Schnitzler da und die hat bereits 3 Wochen hier verbracht und mit der wollen wir jetzt auch nochmal sprechen und wir gehen einfach rein. So, wir sind jetzt hier. Hi, ich bin Lea, bist du Chantal? Ja, richtig. Von welcher Schule bist du? Vom Werkstattgymnasium. Okay, und ich sehe, du arbeitest schon ganz fleißig. Kannst du uns mal eben sagen, woran du arbeitest? Ja, ich muss für die Polizei eine Meldung schreiben. Okay, und was so ungefähr, kannst du uns mal ungefähr sagen, was da drin steht? Es handelt sich halt um einen Verkehrsunfall. Da ist halt ein geparktes Auto beschädigt worden. Und jetzt suchen die halt den Täter sozusagen. Okay, das ist sehr interessant. Und wie lange bist du jetzt schon hier? Seit circa 3 Wochen ungefähr. Und das ist jetzt dein letzter Tag, kann das sein? Ja, genau. Und kannst du dir vorstellen, das auch in Zukunft hier zu machen? Ja, schon. Also mir macht der Beruf sehr viel Spaß. Und was hast du bis jetzt in den 3 Wochen schon so alles gemacht, so ungefähr? Also ich habe ziemlich viel gemacht. Ich war beim Gericht, ich habe mit einer anderen Praktikantin auch Berichte geschrieben, ich habe einen eigenen Bericht geschrieben, ich habe Meldungen geschrieben. Und jeden Tag mache ich halt diese Damals-Berichte so. Also ich habe ziemlich viel erlebt. Gut, das ist schön. Vielen Dank. So, das scheint ein arbeitsreicher Tag zu sein. Deswegen stehen wir jetzt wieder hier draußen. Und ich finde, dass die Redaktion sehr schön aussieht. Und auch die Praktikantin schien sehr begeistert zu sein. Und deswegen sollte man vielleicht doch, wenn man Interesse an Journalismus hat, mal über ein Praktikum bei der Lüdenscheider Nachrichten nachdenken.